Okay Leute, willkommen zur nächsten Folge von Tiny Craft Attack 9. Heute mit Rize, der im Hintergrund Simpsons spielt. Hallo. Hallo. Ja, er ist gerade wieder in so eine Phase verfallen, er will so ein Spiel zocken von früher, am Handy halt, wo er noch einen Account hat. Hat er jetzt frisch wieder entdeckt und ja, es ist natürlich schon ganz geil, wenn man sowas dann mal wieder findet. Ich hatte das auch mal, also ich hatte ja früher mal Trash-Games und so weiter gespielt oder irgendwelche Spiele halt, so Retro-Sachen. Da habe ich auch immer gemerkt, direkt wenn ich die angeschmissen hatte, wie dieses Feeling von früher wieder hochkam. Das ist schon geil. Und vor allem sowas wie Driver 2, kennst du das zufällig? Sag mir jetzt gerade nichts. Das habe ich früher auch immer beim Kumpel bei einer auf der Playstation gezockt. Ist halt ziemlich alt, von 2000 oder 99 noch. Oder nee, sogar neuer, von 2004, ich weiß gar nicht. Jedenfalls wollte ich da auch mal Driver San Francisco zum Beispiel zocken. Das gibt's auch, glaube ich, bei Steam. Das habe ich eigentlich immer noch vor mir zu holen, aber irgendwie habe ich es nie geschafft. Da wollte ich mal so ein Retro-Let's Play starten wieder. Was kann man da eigentlich in dem Game so machen? Hier in Springfield? Ja, ne. Achso, hier bauen sich da eigentlich Springfield auf. Also okay. Die ganzen Häuser und die ganzen, ja. Also ist das so 2D-mäßig, wie in Clash Royale, Clash of Clans zum Beispiel? Ja, kann man so sagen. Okay. Ja, doch, eigentlich ist es so, ja. Okay, na. Weil ich kenne nur so ein 3D-Spiel, das hatte ich vorhin schon mal kurz erzählt, aber jetzt nochmal für die Folge. Also, da war ich halt damals auch auf der Playstation unterwegs und da konnte man irgendwie Apu spielen und Mo und Homer und ist da wie in GTA so durch die Welt gelaufen. Ja, da hat man irgendwelche Quests erfüllt. Das war irgendwas mit Donuts, aber mehr kenne ich dazu auch nicht mehr. War auch 2011 rum. Oder 10, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls war das eigentlich gar nicht mehr so geil, muss ich sagen. Also es war relativ beschränkt. Ich glaube, das kennen auch nicht viele. Das sind halt immer so diese Hype-Games. Die sind immer kurz beliebt dann und sacken direkt wieder ab danach. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal raus. Na, kannst so, ja hier beitreten. Ja, jetzt und ganz herzlich willkommen zur 13. Folge von Tiny Craft Attack 9 zusammen mit Sick. Hallo. Hallo, ja. Diesmal habe ich meine Folge als erstes gestartet, das ist mal was Neues. Ja. Ja, genau, und wir wollen jetzt hier mal ein bisschen gucken, was wir vielleicht noch machen, wie der Stand ist. Die letzte Folge war ja eine Vorbereitung für das Event, die wir hier hatten, zumindest bei mir. Ich habe übrigens so halb angefangen, eine Kaktusfarm zu bauen, kannst du hier mal zu mir tippen? Ja. Ist nicht groß, aber ich habe einfach mal angefangen. Ah, die läuft halt vorbei. Na, ich bin hier, also die hatte ich schon im Stream gesehen, kann ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Also sieht doch schon mal nicht schlecht aus, die müsste aber noch automatisiert werden, oder? Ja, ja, klar. Na, also mit Hoppern und so brauchen wir hier drunter. Kannst ja helfen. Ja, da brauchen wir so halt viel Eisen. Ja. Oder du kümmerst dich um die Hopper und ich baue einfach die in die Höhe. Du kümmerst dich rund um das Automatische. Okay, na ich hoffe, ich krieg das hin. Aber hatte ich ja eigentlich damals auch. Und warte mal, das tue ich hier weg. Ach, ist es von dir da vorne? Ich frage mich immer, wer da vorne wohnt. Ja, das ist von mir. Das habe ich ja ausgehoben. Ne? Irgendein Haushalt, ne? Also du kennst das ja, in Tiny CA baue ich ja eigentlich kleinere Häuser. Aber dieses Mal wollte ich vielleicht ein bisschen zumindest mein Grundstück größer machen. Mal sehen, ob ich den ganzen Platz auch nutze. Ich denke mal nicht, aber man kann ja irgendwelche Deko noch drum rumhauen, denke ich. Das passt schon. So, ich bin gar nicht mal mehr so leicht zu killen, gell? Das gibt's ja gar nicht. Ich habe immer noch volle Herzen. Naja, du lügst. Nee, wirklich. Kannst du das später in meiner Aufnahme sehen, eben in einem halben Jahr. Was hast du auf der Rüstung drauf? Ich habe da drauf Reparatur, Schutz 4, Haltbarkeit 3 und das halt überall. Und das noch, hast du nicht, hatte ich ja nie geschenkt. Na, nee, das hat mir Marlon geschenkt. So. Irgendwie, Digga, bekommst du nicht mal Schaden. Nö, ich habe immer noch volle Herzen. Ich krieg manchmal ein halbes Herz abgezogen, aber dann wieder hoch. Das ist wie so eine Krankheit hier gefühlt. Wahrscheinlich wegen Sättigung durch ein Beacon oder was. Nee, warum kriegt man ja Sättigung? Da steht ja auch diese Sternchen-Doppelpunkt und ich denke mal, das ist unendlich, keine Ahnung. Vielleicht ist das auf der Rüstung, dass man da eine Verzauberung jetzt drauf hat, wo man das erhält. Ja, was machen wir jetzt in Folge? Ja, das ist eine gute Frage. Also, du musst ja jetzt auch auf 10 Minuten kommen, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Wir können ja mal schon Shopping-District gucken. Also, schau dir mal an, wie der dir gefällt. Ich glaube, den kennst du noch gar nicht. Habe ich nämlich neulich mit Shandy. Ich hab ihn schon einmal angeguckt, aber ich hätte wenigstens hier gucken können, dass dass das hier nicht so eine gerade Fläche ist, sondern einfach auch so ein bisschen wie ein Berg aussieht. Ach so, hä? Nee, das war doch eigentlich so geplant, weil wir wollten ja das so machen wie in Tiny CR 8, dachte ich. Ach, hier ist wirklich Lava drin. Ich dachte, Digga, was ist das denn hier? Ja, aber doch, dann können wir hier so Shops eigentlich verkaufen, ne? Ja, genau. So kannst du es halt am besten aufteilen, weil wenn jetzt hier noch Berge wären, wäre es auch ein bisschen ungünstig. Ich glaube, ich kümmere mich dann jetzt endlich darum, dass ich auch so Durchgänge mache und sowas. Ja, genau. Also müssen wir schauen, wie wir es aufteilen. Jedenfalls hier haben wir das Schaf halt als den großen Übeltäter, dass der Server mal abgeschmiert ist. Haben wir auch neulich beschossen mit Eiern oder was weiß ich. Ja, mega. Hat's richtig gefühlt.
Ja, na, Shandy, da hat er die Wut noch in sich. Und dann haben wir halt hier die Wege noch ausgestaltet. Irgendwann werde ich ein Haus bauen, das schätze ich schon mal bloß nicht. Was? Du wirst noch ein Haus bauen, Ja, tatsächlich? und das schätze ich schon mal bloß nicht. Okay, na, ich werde dich nicht unterschätzen, ich werde an dich glauben, was das angeht, ja. Aber ich habe doch noch meine Zweifel. Also, ich weiß halt nicht, je länger du wartest, desto weniger hast du, glaube ich, Motivation dafür, oder? Ja. Da baust du eher noch eine Kaktusform oder irgendwas anderes, um dich davon abzulenken. Hey, wo hast du eigentlich dein Lager oder deine Kisten? Da drüben, gell, auf deinem Grundstück halt. Eine doofe Frage eigentlich. Aber warum hast du die Kaktusform dann so weit weggebaut? Ich wollte ja, weil da war so eine richtige Lücke. Ach so. Ja, gut. Wir müssen halt darauf achten, dass die Stadt nicht zu weit auseinanderdriftet, dass wir immer so ein paar Bindeglieder haben, quasi. Das war also mittendrin, das war so eine richtige Lücke gewesen hier so und da habe ich gedacht, ach komm, das sieht so komisch geterraformt hier aus. Ja, genau. Und sowieso dieser riesige Platz, da kann man die auch noch nach oben erweitern, je nachdem. Ja, weil das halt auch so richtig in so einem Tal ist. Da passt das halt besser, weil wenn das sonst auf dem Berg ist und dann steht halt noch so eine riesige Kaktusform, das verunstaltet irgendwie so ein bisschen das Bild. Ja, eben. Ich kann aber schon mal gucken, wie viel Eisen ich zusammengekratzt kriege hierfür. 13 Folgen Tanikoftik 9, 4 Monate fast Laufzeit, ich habe noch kein Haus. Ja, hä, was ist denn da los? Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich keine Motivation hier anzufangen. Wir fangen dann irgendwie so kurz vor Ende an. So, okay, ich habe hier 58 Roheisen. Also so viel ist es auch nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte mehr gefarmt. Starke Sache eigentlich. Bisschen was kann ich halt machen noch. Moment. Ich habe halt nicht genug Holz am Ende. Da scheitert es wieder dran. Okay, jetzt habe ich gerade mal 12 Trichter, Problem ist, dass wir also von Anfang an sich alles so weit auseinandergebaut haben. Das war das Problem, weißt ey. Meinst du, dadurch hast du nicht so Bock gehabt direkt? du? Nee, das generell hat er geschaltet. Ich bin ehrlich, wenn er die Zusammenleben gewesen wäre wie Tales Tier 8, hätte Ja. ich mehr gefeiert. Aber irgendwie, Leute haben sich, manche haben sich nicht an die Regeln gehalten. Ich habe gesagt, Leute, bock nicht weit weg. Auf einmal das Schloss von den da Leuten da. Das ist viel zu weit weg, Digga. Na, das verstehe ich aber auch nicht. Warum haben die einfach das so missachtet, die Regeln? Ja. Du Wir wolltest ja müssen. noch das Haus vom Becher und so wieder hinsetzen. Dann machst du's. Am besten, wir machen es nächstes Mal so, dass wir wirklich die ersten Tage mit Border spielen sogar. Ja, Border. Na, weil anders können wir es nicht regulieren. Und dann irgendwann wird es eben Ja, freigegeben. in der besten Staffel Tiny Craft Attack. Das war's. Ach ja, das wird auch weird, das dann zu benennen. Also, da fürchte ich mich schon vor. Tiny Craft Attack 2, Tiny Craft Oh. Attack 3, Tiny Craft Attack 4. Oh nein. Was haben wir uns da eingebrockt? Wir können kein Tiny Craft Attack 10 machen. Ist halt zu gefaked, ne? Weil einfach 4 Staffeln fehlen. Ich weiß echt nicht, was ich dabei gedacht habe. Naja, eigentlich war der Fehler bei Staffel 6 schon. Hast recht, bei Staffel 7. Da hätten wir das beenden müssen. Aber wie auch, das ist halt blöd, so. Ich hätte eigentlich alle Folgen umbenennen müssen, das ist halt dumm. Aber auch das echte Projekt Craft Attack 9 war auch irgendwie nicht so geil. Ja, hast du ja schon oft gesagt, gell, währenddessen. Aber guckst du das? Ja, so teils, teils, also. Du guckst immer nur Spark bei dem Projekt, warum? Naja, halt hauptsächlich ihn, weil er halt so das meiste macht oder am meisten zeigt. Da kriegt man eigentlich alles mit. Und ich gucke aber auch Basti GAG oder was weiß ich, alle möglichen mal. Und Revi gucke ich auch, muss ich sagen. Der hat doch schon in der Staffel wieder so ein komisches Riesenprojekt angefangen, was er nicht zu Ende gebracht hat. Ah ja, ey, jedes Mal wieder, gell. Ich weiß nicht, was verspricht er sich davon. Der lernt aber auch nicht draus. Ja, er denkt jedes Mal, oh ja, diesmal schaffen wir es. Oder er denkt so, er hat dann erst recht Motivation, wenn er was Fettes anfängt. Aber dabei dämmt es einen eigentlich, weil man sich denkt, man kann da eh nicht fertig werden damit. Also ab einem bestimmten Punkt denkt man sich das eben und dann vernachlässigt man es. Dann verpisst er sich wieder nach einem Monat und Am besten ist es immer, wenn er nach 2 Monaten nochmal wiederkommt und sagt, boah, jetzt machen wir das auch noch fertig hier. Und dann passiert wieder nichts. Das macht er immer. Ja, Na? Kauftik auf einmal so richtig aus dem Discord wieder eine Kauftik-Folge, so 3 Monaten Pause Na? gefühlt. Und dann so, wir wollen jetzt Pock kurz beenden und so. Und das war dann aber auch komplett an die letzte Folge dann vom Projekt. Oh, ey, wirklich. Oder die Sky Attack-Folgen, oder da gab's doch nur eine, gell? Wo er einfach nur gestreamt hat, das finde ich auch immer so nervig. Ich meine, es sind eh alle Stream-Zusammenschnitte. Warum kann man dann nicht die anderen Streams auch als Folge zusammenschneiden? Da hat er nur eine Folge hochgeladen oder Create Live, genauso. Nee, da hat er glaube ich nicht mal weiter gestreamt, da war Deswegen, dann. aber auch weil jetzt so viele nur noch am Stream sind, Digga, ich hab voll Motivation verloren, dieses Playlisten zu machen. Ich hab die auch alle gelöscht. Ja, ich weiß. Das ist halt schlimm geworden. Also, es hat so sich gewandelt zu Twitch.
Aber eigentlich war dieses YouTube-Format an sich immer viel besser, weil man da einfach eine Zusammenfassung sieht oder das auch generell so ein VOD ist einfach und nicht wie bei Twitch, da ist einfach alles live und anspruchslos, ist einfach uncut eben, stundenlang. Wer setzt sich denn hin und guckt bei jedem dann mal rein? Komplett durch. Ne? Das geht doch überhaupt nicht. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und das war's. Ciao.